Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fußballduell gegen Jan. Hi Leute. So, wir spielen heute Legendary 11 und zwar für die Nintendo Switch. Ein Download-Titel und ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, außer dass wir direkt starten, weil wir haben das Spiel selber noch nicht gespielt, außer unsere legendäre Proberunde. Und deswegen lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen, was uns erwartet. Schauen wir mal. Wie lange gibt es eigentlich das Spiel? 8 Minuten, ich weiß nicht, ob pro Halbzeit oder insgesamt, auf jeden Fall stand da was von 8 Minuten. Okay, die Trikots sind schon mal gut. Ich glaube, ich hab den Ball. Ich glaube, wir sollten nochmal... gleich geht's von vorne los. Konnte man die Trikots eigentlich wechseln? Nee, oder? Mhm. Dann nehme ich jemand anderen. Also du hattest Italien, wer hat denn... Ich hoffe, die Niederlande haben keine weißen Trikots, oder? Die müssten ja orange sein eigentlich. Normalerweise. Okay. Halt jetzt. So. Schwierigkeitsgrad Amateur, gell? Ja, oder willst du es umstellen? Okay, auf ein neues. Diesmal bin ich die Niederlande, weil Jan hat sich beschwert wegen Hand Gottes, Argentinien und so weiter. Also wir haben jetzt momentan Fußball-WM. Wir spielen jetzt hier in der Gruppe Z. Ja, da hab ich gleich dran gedacht, stimmt. Niederlande, ja. Italien, Legoland und was war es, Mittelerde. Ja. Das bist du. Ach, ich muss nach links. Okay, gut. Also ich bin schon mal drin im Spiel auf jeden Fall. Ja. Es hat ja auch eine Eisdiele diesen Gag gebracht, dass für jedes Tor, was Italien bei der WM schießt, dass sie eine Kugel gratis rausgeben. Tja. Foul hier. Nein, war kein Foul. Aber hier muss man dann trotzdem zittern, weil in unserer Proberunde haben wir gemerkt, dass der Schiedsrichter, ja, sagen wir mal, ziemlich spät pfeift. So, aber jetzt hier. Nein! Sehr gut. Sehr gut. Oh! Die X-Taste ist hier übrigens das Dribbling. Ich dachte, die Y-Taste. Ah, die Y. Das macht dann bei mir hier einen Trick, wenn ich hier den Schnellpass will. Keine Ahnung. Ah, ja, doch, passt. Das ist doch bei mir die 1, wo da leuchtet, oder? Ich meine, Special-Schuss machen können, wo wir keine Ahnung haben, wie der geht. Foul! Oh, oh, nein, 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 roll rüber! Was? Wo ist der? Nein! Nein! Scheiße, falsche Taste. Puh. Ah, schade. Ich dachte, da bin durch. Nein, 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 nein! Scheiße, ey. Das Spiel hat erst begonnen, aber die Vorteile liegen momentan auf jeden Fall auf deiner Seite, aber ja. So. Was macht die denn? So, jetzt müsst ihr mal zeigen, was ihr könnt. Nein! Also Fehlpasse können sie schon mal. Auf A schießt man doch, oder? Mhm. Hä? Was? Ich hab A gedrückt. Warum? Special hieß doch das L, oder? Ich hab kein L gedrückt eben. Also. So schnell kann's gehen. Hat das auch schön rausgespielt. Ach, wenn ich keine Ahnung habe, wie, aber ich fand's schön. Nein! Ach so. Was? Torwart! Ist geil. Ich bin für den Freistoß abgepfiffen, ich einfach durchrennen. Ja. Ich glaube,
vielleicht das, den Spiel, Spielrad nicht auf Amateur stellen sollen. Wobei, ich weiß nicht, ob das für einen Torwart einen Unterschied gemacht hätte. Ich glaube, ich weiß, wo das jetzt hier endet. Ich glaube, die Torwerte sind nur Deko in dem Spiel. Also, ich bin ja dafür, immer Wiederholungen laufen zu lassen. Die Frage ist halt nur, wenn wir jetzt alle 2 Minuten ein Tor schießen. Naja, gucken wir mal. Tja. Wieder ausgeglichen das Ganze. Nein, 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 nein. Nein, nein! Jeder Schuss ein Treffer, also. Ja gut, wenn man sieht, wie meine Spieler auch rumstehen, dann braucht man sich nicht wundern. Nein, geh weg. Lass mich, ich will nur aufs Tor schießen. Oh! Oh! Nein! Oh, das war überraschend. Jetzt habe ich hier aber schon den Gegenangriff. Ja. Das ist fast schon wie jetzt ein bisschen wie beim Basketball. Ja. Hallo? Geh weg! Der macht nichts! Nein! Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ah. Ey, ohne Witz, ich hab gerade eben Zeitspiel. Hä? Was? Es geht weiter. Was? Warte. Ja gut, okay. Ich wollte gerade sagen, ich laufe jetzt etwas raus, weil wäre sonst unfair gewesen, aber. Ich wollte gerade angemerkt haben, dass ich alle 4 Tasten gedrückt habe und der Typ hat einfach gar nichts gemacht, hat ich einfach durchlaufen lassen. Der war überfordert von deinen vielen Befehlen. Ja, man kriegt schon auf, aber machen wir es nicht mehr. Die Steuerung ist irgendwie. Also. Wahrscheinlich haben sie keine Ausdauer und können es mal machen, aber. Siehst du, ich habe sogar ein Tor geschossen für meine Mannschaft. Das kannst du nicht behaupten. Für dich hat nur Roberto Firmino getroffen, der eigentlich für Brasilien spielt. Also. Machen wir gleich fortsetzen oder willst du das Spiel einwechseln? Wenn er kretschen kann, ist. Wenn er passen kann. Wo sind meine Spieler? Ah. Alter, was ist das? Ich spiele hier übrigens gerade Farming Simulator. Ja. Yes! Nein! Ach, Moment, es geht weiter! Ah, das ist der Schiedsrichter! Nein, das gibt's doch nicht. Alter, mein Torhüter ist voll gut, Mann. Ja, einfach. Nein. Im Vergleich zu meinem ist er nicht schlecht bis jetzt. Also, er hat zumindest schon Bälle gehalten. Dieses Spiel, ey. Ich erwähne es selten, aber hier muss es mal wieder gemacht werden. Es ist realistischer als FIFA und Pro Evolution Soccer. Eindeutig. Naja, mal gucken, wie es weitergeht. Bis jetzt hast du ja... Nein! Nein! Torwart! Ich wollte schon sagen, bis jetzt hast du ja immer nachgelegt, nachdem ich ein Tor gemacht habe. Oder andersrum gesagt, du hast immer vorgelegt und dann hast du, nachdem ich ein Tor geschossen habe, wieder vorgelegt. Und du bleibst deinem Motto treu. Ich sag doch, wie beim Basketball so ein Stück weit. Ja. Aber die machen einfach nichts mehr hier. Das ist so dumm. Yes! Lass mich durch! Lass mich doch durch, das ist doch ein freies Tor dann. Geh weg! Geh weg! Ich will schießen, nein! Es ist dieses Spiel.
Das ist doch nicht normal. Komm. Ich wollte wechseln und der macht einfach schon den scheiß Abstoß. Dann mach mal. Was jetzt? Also es sieht aus, als hätten die alle noch Energie, aber... Hey, ich hab... Bei mir ist Jan in der Mannschaft, also tut mir leid. Okay. Der wird natürlich jetzt auch eingewechselt, ist ja klar. Und ich hab Jupp auch in der Mannschaft, direkt unter Jan. Wer immer das auch sein soll. Wolfgang Jupp vielleicht. Was denn? Nee, GK ist Goalkeeper, das lassen wir mal. Hast du jetzt drei gewechselt? Ja, dann will ich auch drei wechseln. Dann kommt der Wilm raus. Der Gerald. Und ja komm, dann kommt noch der Henk raus. Und Job rein. So. Bist du bereit? Mhm. Dann geht's direkt weiter, würde ich sagen. Mal einwechseln, weil meine Tür schon gemacht hat. Hallo! Boah, jetzt mal ganz kurz, man dreht doch auf A, oder bin ich da falsch? Ah, es geht ja weiter. Achso, ja stimmt! Nein! Nein! Stopp! Keine Ahnung, weil ich habe schon alle Tasten hier gedrückt. Wir haben doch jeder auf den Eckball wartet. Das ist doch das erste Spiel, was ich sehe, was kein Hallenfußball ist, wo, wenn der Ball im Aus ist, also bei Hallenfußball gibt es kein Aus, aber wo es einfach weitergeht. Aber jetzt kommt die Frage der Fragen. Es gibt hier keine Ecken, warum muss da hinten eine Ecke fahren? Das ist eine gute Frage. Jetzt weiß ich auch, warum es Golden Goal gibt, weil es gibt wahrscheinlich gar kein Elfmeterschießen, sondern es geht halt einfach so lange weiter, bis ein Tor fällt oder so. Gut. Wie gesagt, ich habe auch schon alle Tasten durchprobiert, also ich weiß nicht, warum es nicht geht. Ja, wie gesagt, am Anfang ging es an unserer Proberunde ging es ja auch, also... Jawohl! Der neue Mann hier macht nix! Alter, das erste Fußballspiel, man spielt wie beim Basketball, ohne Witz. Einfach die Zeit runterlaufen lassen, dann das Tor machen. Das stimmt. Aber du musst doch immer den Spielstand im Auge behalten. Nicht so wie letztens in Wirklichkeit Basketball, wo der eine dachte, die hätten schon gewonnen und dann zurück ist. Ah. So. Ja gut, jetzt rennst du wieder durch, machst das Tor. Hallo, haltet ihn nochmal auf. Haltet ihn doch... Nein! Ha! Wow! Scheiße, jetzt bist du im Vorteil. Ja, wenn ich den Ball hab jetzt. Sehr gut! Ja gut, das ist die Wende. Wir sind schon kurz vor Schluss. Na gut, da können noch 10 Tore fallen. Wo war denn Abwehr, wenn ich fragen darf? Wo war die Abwehr nach zwei Grätschen, die ich getätigt habe? Wie geht eine Grätsche? Nein, 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 stopp! Naja, gut, jetzt steht's wieder unentschieden. Ja, wenn's. So ein Nerven auftreiben, aber im Gegenteil. Von dem, was es eigentlich machen sollte. Das ist kein Kompliment in dem Fall. Vor allem, weil die Grätschen nicht mehr funktionieren. Das geht. Halt, stopp! Was? Was? Wir zählen ja doppelt. Nein. Was anderes kann ich empfehlen. Meiner hat vorhin auch nicht doppelt gezählt. Hast du jetzt L gedrückt? Nö, da stand einfach Superschuss drauf. Okay. Tja, in anderen Spielen muss man hier die ganze Zeit den Trickstick benutzen und ja. Ganz einfach so. Geh weg!
Ich habe jetzt eine Taktik gefunden, wie ich jetzt hier noch gewinnen kann. Okay, dann probier's mal aus. Nein! Yes! Wie hast du den jetzt gemacht? Ja, schau, wie der Superschuss dort. Warum steht bei dir Superschuss da? Cheaten ist es verboten zum Schluss zu kommen. Ich habe jetzt auch eine Taktik gefunden, kurz vor Schluss das Tor machen. Ich habe jetzt Zeit. Noch ist zu früh. Aber ich sollte den Ball jetzt nicht verschenken. Ja! Ich hoffe, er pfeift ab. Wer soll abpfeifen? Wir sind schon gleich in der 90. Jetzt pfeif ab! Ja! Keine Nachspielzeit! Warte mal. Ja. Also bei dem Spiel fehlen mir ein bisschen die Worte. Dass man für so ein Spiel Geld verlangen kann. Ja, also ich wollte es jetzt nicht zu hart sagen, aber ich meine, wir machen also natürlich unsere Duelle, um uns hier zu bekriegen, aber die Leute, wo es schauen, die sollen ja auch immer Tipps kriegen, wenn sie so Retro-Klassiker mögen oder so. Aber ich frage mich, welche Zielgruppe spricht dieses Spiel an? Vielleicht Basketballfans, die lieber Fußball spielen oder so, ich weiß es nicht. Ja. Wir freuen uns trotzdem natürlich, dass ihr uns zugeschaut habt und Jan wird seine Revanche schon im nächsten Spiel holen, wo es hoffentlich wieder etwas zivilisierter zur Sache geht. Und vor allem realistischer. Ja. Und bitte mit einer Abwehr. Und bitte mit einer funktionierenden Steuerung. Bis zum nächsten Mal. Mit irgendwas, wo man auch weiß, was man macht. Ja, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao.